Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Sven Brieger. Ich bin als Quer- und Späteinsteiger Schauspieler und Synchronsprecher, das ungefähr seit 6, 8 Jahren. Ja, und in dieser Zeit habe ich rund 800 Menschen schon meine Stimme verliehen. Seht, jetzt schaut sie zu uns herüber. Sie würde gerne um Hilfe rufen. Um Hilfe rufen. Aber sie kann nicht. Der Mundknebel stört wohl etwas. Wie bist du zum Synchron gekommen? Dazu muss ich vielleicht erstmal sagen, dass ich rund 30 Jahre was ganz anderes gemacht habe. Ich habe in der Airline-Branche gearbeitet, im Lufthansa-Konzern. Habe Informatik studiert hier in Berlin. Und es gab dann eine Zeit, in der ich gemerkt habe, dass das, was da passiert im Beruf, zu viel von mir nimmt. Und meine Tochter ist geboren. Ich habe 4 Kinder, eine Tochter, 3 Söhne. Und das ist jetzt schon eine ganze Weile her, 2004. Habe dann einen Entwicklungsbereich geleitet, 80 Leute, Offshore, Vertrieb, Consulting. Und habe zu viel mit nach Hause genommen. Habe gesagt, das muss anders werden. Habe dann in der Firma einen Schritt zurück machen können. Habe mehr Zeit für die Familie gehabt. Habe dann gemerkt, ich brauche auch mehr Zeit für mich. Und muss wieder was für mich machen. Und ja, dann war Sprechen erstmal als Sprechen, erstmal als Hobby. Der Gedanke. Und ich habe übers Internet Katharina Koschny gefunden, war bei ihr. Wir haben eine Stunde gemacht. Meine Hoffnung war, dass sie mir sagt, ob da Potenzial da ist, weil ich würde es zwar als Hobby machen, aber dann schon auch ernsthaft. Und Katharina hat mich damals entlassen mit den beiden Ratschlägen, wenn du das willst, Schauspieler, Sprecher werden, dann kannst du das. Und wenn du Schauspieler, Sprecher werden möchtest, dann musst du Schauspielunterricht nehmen. Ja, und dann habe ich angefangen, das war so ungefähr 2005, mit Volkshochschulkursen. Ich weiß noch, mein allererster Kurs war bei Valentin Plateriano. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Er ist vor kurzem gestorben, Vater von Anna Maria Lara. Und ich habe nicht viel über das Schauspiel gelernt, aber es waren tolle Abende mit ihm. Er hat viel zu erzählen gehabt. Und habe dann während des normalen Berufs halt Schauspielklassen gemacht. Im Kern dann 3 Jahre eine Strasberg Method Acting Klasse bei Karin Seven. Habe Meisner gemacht mit Henrik Marz und Jim Walker. Und das waren alles Dinge, die, und das war der entscheidende Punkt, in dem Unterricht mich so fasziniert haben in der Arbeit und für mich ganz neue Erfahrungen waren. Aus einem ganz anderen Berufsumfeld kommend, dass ich dann irgendwann den Entschluss gefasst habe, das machst du zu deinem beruflichen Lebensinhalt. Erinnerst du dich an deine erste Synchronrolle? An meine erste, die bezahlt sein sollte, ja. Das war bei Hilke Flickenschild. Das war dann auch ein weniger schönes Ereignis, weil ich wurde gleich nach Hause geschickt. Weil ich einfach an diesem Tag mega aufgeregt war und es nicht richtig funktioniert hat, auch nicht wirklich gut auf die Rolle passte, für mein Gefühl. Es war also kein so besonders gelungener Start. Mittlerweile habe ich mit Hilke schon häufiger zusammengearbeitet, schätze sie sehr und sie kann sich an dieses Ereignis auch nicht mehr erinnern. Nein. Ich habe zwar ein paar Tage dran zu knabbern gehabt, wenn ich mich recht entsinne, tue ich eigentlich immer, auch heute noch, wenn so mal was nicht ganz so super läuft, hängt mir das so ein bisschen nach. Aber das hat mich insgesamt nicht davon abgebracht. In Ein Becken voller Männer hast du Jean-Hugues Anglade in der Rolle des Simon gesprochen. Was macht diese Rolle so besonders? Ich fand an der Rolle das Verhältnis zu seiner Tochter sehr schön und die Gespräche, die er mit ihr führt, diese Zwiespalt, den es dort gibt, die ich jetzt Gott sei Dank in meinem eigenen Leben nicht habe, aber ich konnte aus den Gefühlen für meine Tochter, zu meiner Tochter, für diese Rolle halt was hernehmen. Und insofern, ja, war
trotzdem es eine Komödie ist, da halt auch was Tieferes drin, zumindest in dieser Rolle. Gibt es Unterschiede in der Synchro von französisch- und englischsprachigen Filmen? Also ich würde jetzt sagen, für mich als Synchronschauspieler, nein. Von der Art der Filme sind es in der Regel andere Filme. Und ich würde jetzt mal pauschal sagen, sind die französischen Filme wohl generell etwas feiner einfach und in den Rollen etwas tiefer. Ja? Auch wenn ich den englischen Film jetzt vielleicht teilweise unrecht tue. Du sprichst Paul Giamatti in der Serie Billions. Wie kam es dazu? Ja, das war 2016, da ging es um die erste Staffel. Es gab ein Casting, das die beiden Stammsprecher dann offensichtlich nicht bekommen haben, der Stefan Krause und Lutz Schnell. Sie haben in der Serie nach einer tieferen und brummigeren Stimme für ihn gesucht. Er spricht praktisch die gesamte Zeit ständig unter Atem und sehr weit unten. Es gab ein Casting, ich habe das gewonnen. Tolle Rolle, tolle Serie, sehr vielschichtig. Und ich konnte in dieser Staffel, was ich gerne mache, auch auf meine Method Acting Ausbildung zurückgreifen, beziehungsweise das, was ich da für mich mitgenommen habe. Und er ist ja vom Typ her, von der Rolle her, Chuck Rhodes, er ist Staatsanwalt, Bundesstaatsanwalt. Mittlerweile ist er Bundesjustizminister. Hat er so eine kleine Macke, dass er nämlich Masochist ist und sich von seiner Frau ursprünglich, jetzt nimmt das ab, jetzt müssen das andere übernehmen, ausgepeitscht und gequält wird. Und wenn er denn dann gequält wird, dann habe ich auch mal vor dem Mikrofon einen Bleistift in der Hand und drücke mir den in den Handballen, während der Take läuft. Gab es Kollegen, von denen du in der Anfangszeit viel lernen konntest? Kollegen, ich habe eine Synchronausbildung konkret gemacht bei Joachim Kunzendorf. Einen Kurs mit Katharina Koschny wurde das zusammen gemacht. Das ist eigentlich so der Kern gewesen und da habe ich sicherlich das meiste gelernt. Ansonsten früher in vielen kleinen Studios durfte ich mich ausprobieren, bevor es dann in die großen sogenannten Etablierten ging. Einen konkreten, außer jetzt Joachim und Katharina, was das Sprechen und Synchronisieren angeht, würde ich jetzt keinen konkreten Kollegen sagen, wo ich was direkt abgenommen habe oder mir was abgeguckt hat. Man sieht sich ja auch nicht besonders oft. Hättest du gewünscht, zu Zeiten des noch nicht X'ens zu synchronisieren? Oder findest du es okay, so wie das jetzt ist? Naja, ich hab's quasi nie anders kennengelernt und ich kann es mir sozusagen nur vorstellen, dass es deutlich schöner und letztendlich auch emotionaler ist, gemeinsam was vor dem Mikrofon zu machen. Aber ja, ich habe es nie kennengelernt. Es war immer so für mich. Früher wurde Martin Kow hauptsächlich von Manfred Lehmann gesprochen. Wieso synchronisierst meistens du Martin Kow in letzter Zeit? Ja, das sind, ich glaube, das liegt vor allen Dingen an Herrn Kow, der mit zunehmendem Alter immer wenig hochklassige Filme spielt und wo dann auch entsprechend weniger hochklassige Studios die Synchronisation übernehmen, die dann nicht willens und in der Lage sind, Manfred Lehmann zu bezahlen. Und ich übernehme dann mal. Mit dem Herrn Lehmann habe ich auch schon mal telefoniert, als es um eine Rolle ging. Da ging es zwar nicht um Martin Kow, aber da wollte ich mich halt einfach versichern, ob das in Ordnung wäre für ihn, dass ich diese Rolle spreche. Und er dann so, ja, nee, kannst du machen, it's shoot, ja, ich muss ich nicht machen. Ja. In Marvels Black Panther hast du Forrest Whitaker als Suri synchronisiert. Erzähl mal von den Aufnahmen. Ja, das ist ja so eine ähnliche Geschichte, weil die Feststimme von Forrest Whitaker ist ja Tobias Meister, der zu diesem Film nicht zur Verfügung stand, nicht konnte. Und es war eine große Herausforderung. Ein bisschen schade fand ich, dass wir im Trailer nicht nur den Whitaker, sondern auch die anderen Rollen halt in so einem afrikanischen in so einer afrikanischen Anmutung in der Sprache gemacht haben. Das fiel dann im Hauptfilm weg.
Aber ja, die Aufnahmen waren dufte, waren klasse. War eine Eintagsfliege in Anführungsstrichen, aber ich habe mit Tobias dann später mal, man rief mich dann ein paar Wochen später nach diesem Film, nachdem man gesehen hatte, dass ich jetzt Forrest Whitaker spreche, rief man mich an in einer anderen Produktion, ob ich denn wieder Forrest Whitaker sprechen könnte. Und da ging es halt um Geld und um es abzukürzen, hat Tobias sehr lange mit mir telefoniert, eine Stunde, mir das mal so erklärt, wie das so ist, weil ich auch als Neuling jetzt halt gerade in diesen Dingen, was Feststimmen und die Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten dort angeht, halt einfach noch nicht so viel Erfahrung habe. In der Airline-Branche läuft das ein bisschen anders, kann man nicht so gut miteinander vergleichen. Habe da eine Menge gelernt und dann war die Sache auch durch. Und am Ende des Tages hat auch der richtige Forrest Whitaker-Sprecher diese Rolle bekommen. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, für das du im Synchron besetzt wirst? Na, ich glaube, es sind tendenziell eher die Brecher. Also es sind viele farbige, kräftige Leute dabei. Es sind gern, nicht häufig, aber gern Leute, die eine größere emotionale Problematik haben. Das heißt, die kaputt kaputt sind und ein Problem mit der Welt und sich an der Welt haben. Welche Synchronrolle war für dich eine besondere Herausforderung? Habe ich schon von erzählt, Paul Giamatti in der Serie Billions, toller Schauspieler, die ist sehr vielfältig und ich denke, das ist bisher so die größte Herausforderung gewesen. Ich selbst bereite mich auf solche großen Rollen auch immer gern vor, habe das Buch vorher in der Serie, sehe ich die Filme vorher, gucke mir die Szenen an, um das möglichst gut abnehmen zu können, bereite mich vor, pack den Bleistift ein. Was zu essen, was zu trinken, wenn er trinkt oder isst, macht's dann leichter im Studio. Ja. Du sprichst auch viele Trickcharaktere. Was ist der Unterschied zwischen Animations- und Realfilmsynchron? Ich kann mich an einen Tipp von Sven Plate mal erinnern. Oder was heißt Tipp? Das hat er halt während der Aufnahmen mal gesagt. Rumeiern hat er nicht gesagt, hat was anderes gesagt, aber letztendlich meinte er, du bist da, um mit deiner Stimme diese Figur zu sprechen. Es war eine Animationsserie, ne? Also drück nicht drauf und mach nicht irgendwas, sondern sprich ganz normal, ne? Und nicht jetzt immer gleich mit einer Charge. Aber ich denke, da ist auch was dran, auf jeden Fall. Aber trotzdem würde ich mal sagen, ist das der Teil, wo man eher mal die Sau rauslassen kann und das auch gewünscht ist, dass da ein bisschen mehr man drüber ist. Was macht dir mehr Spaß? Es ist anderer Spaß. Also diese schweren im Sinne von emotionalen Rollen machen mir deswegen sehr Spaß, weil ich da manchmal auch was mit rausnehme. So für einen Moment noch aus dem Studio, so im Gefühl oder auch mal eine echte Träne fließt dann oder so eine Wut hochkommen spürt, eine echte dann in der Situation. Das andere ist halt einfach mehr Freude und eher selten schwermütig. Leidest du mit deinen Rollen mit? Ich versuche das. Ja, wenn es was zu leiden gibt. Ja, das ist ja nicht immer der Fall, aber wenn das der Fall ist, dann versuche ich das und so wie ich das gerade gesagt habe, dann stehe ich auch mal vor dem Mikrofon und es fließt eine Träne oder was auch immer gerade das Gefühl ist, um was es da geht, ja. Dein Tipp für Nachwuchssprecher? Also an mich sozusagen. Ein Tipp, ein Nachwuchssprecher. Was ich oft gehört habe in meiner Zeit, jetzt in diesen paar Jahren, die ich dabei war, war von Kollegen, dass sie sich schwer damit tun, sozusagen Eigenwerbung zu machen. Das ist ja ein Beruf, so mein Empfinden, meine Erfahrung, wo man ja nicht nur die eigentliche Qualifikation des Schauspiels braucht, sondern eine völlig andere, nämlich auch der Selbstvermarktung.
Sonst ist es so wie mit vielen anderen Berufen auch, wenn man nicht weiß, dass jemand was kann, dann kann er das auch nicht auf die Schiene bringen. Insofern zurück zum Tipp, diese innere Hürde, gerade als Schauspieler sollte man das schaffen, überwinden und zu den Menschen gehen, die einem Arbeit verschaffen können und sie wissen lassen, dass es einen gibt. Ich habe immer gesagt, man muss versuchen, von hier hinten nach hier vorn in den Köpfen der Leute zu kommen. Wenn sie irgendwelche Rollen besetzen, dann sollten sie möglichst an dich denken. Wenn sie dich dann nicht auswählen, ist das eine andere Geschichte. Aber wenn sie dich gar nicht im Kopf haben, dann können sie dich auch nicht auswählen. Wie sieht ein typischer Synchrontag bei dir aus? Ein typischer? Ja, am liebsten morgens um 9 anfangen und abends um 10 fertig sein. Nein, also so eine Tage gibt es, aber das ist das Schöne im Vergleich zu meinem alten Leben, zu meinem alten Beruf, wo es sehr lange Tage gab, aber die praktisch immer in ihrer Länge, auch wenn inhaltlich nicht immer gleich waren, dass das jetzt so unterschiedlich ist. Also da gibt es Tage, da habe ich tatsächlich auch frei und dann gibt es Tage, wo es 6-7 Termine gibt und das klingt für viele Menschen so in meinem Umfeld ganz schrecklich. Also wie kannst du damit umgehen? Ich genieße das sehr und genieße die freie Zeit dazwischen, um Dinge für mich, meine Kinder, meine Mutter zu machen. Also dass diese Unstetigkeit, die es eigentlich ist, sind ja unstetig beschäftigt, diese Unstetigkeit, die schätze ich sehr. Ja, also typisch, nee, gibt's eigentlich keinen, wirklich. Was wünschst du dir für die Zukunft der Synchronbranche? Also ganz egoistisch wünsche ich mir jetzt mal, dass ich noch so lange durchhält, die Branche. Also im Sinne von, dass es Menschen sind, die synchron machen. Bis ich, wie der Berliner sagt, den Arsch zu kneife. Weil auf Rente gehen, das finde ich irgendwie, und dann aufzuhören, das finde ich irgendwie unattraktiv. Das habe ich nicht im Sinn. Ja, aber das ist ernst gemeint, weil es gibt ja durchaus technisch mittlerweile sehr viele Entwicklungen. Wie kritisch siehst du das? Die KI? Ohne jetzt zu weit auszuholen, würde ich sagen, wenn das einen größeren Raum einnimmt, dann ist das die Bedrohung des Synchronsprechers dadurch unser kleinstes Problem. Dann haben wir ganz andere Probleme. Und dann mache ich mir um meine berufliche Zukunft keine Sorgen, sondern über ganz andere Dinge. Was machst du gerne, wenn du nicht im Synchronalter hier stehst? Dann bin ich mit meinen Kindern zusammen. Ja. Eine witzige Anekdote zum Schluss. Mein allererster Job, unbezahlt. Ich durfte mich mal ausprobieren, VSI. Also ein richtiges Studio, in dem ich bis vor dato noch nicht gestanden hatte und so ganz dick drin in meiner Method-Acting-Ausbildung. Ich war mit 3 anderen Kollegen zusammen. Wir wussten alle nicht, um was für einen Film es geht. Sahen nur den Titel, kamen dann rein. Es war ein Mengentermin mit 4 Leuten. Ja, und dann merkten wir, es war sowas wie Godzilla-Neuauflage. Irgendeine Szene. 2 Polizisten nehmen ein Mädchen fest. Ne? Ich mit dem Kollegen nehmen ein imaginäres Mädchen fest. Also wir beide standen da vorne, sollten die festnehmen, Laute machen. Wir machten es einmal, war noch nicht so richtig gut. Wir machten es ein zweites Mal, war auch noch nicht so richtig gut. Ich weiß nicht mehr, wer die Regie machte damals. Und dann dachte Sven, dann machen wir jetzt mal einfach was richtig, ne? Und hatte mir vorgenommen, dann beim nächsten Take dann den Kollegen einfach mal so zu packen am Arm, ne? So wie das Mädchen. Das war keine gute Idee. Gesagt, getan und er rastete völlig aus, wie ich denn dazu käme, ihn so anzufassen und ich versank natürlich in den Boden, dachte, er hätte alles richtig gemacht, genau das Gegenteil war der Fall und hatte was dazugelernt.